Willkommen. In diesem Video lernen Sie den Begriff des Lernenden kennen, den Herbert entwickelt hat. Herbert spricht allerdings nicht von Lernenden, sondern von Menschen, der bildsam ist und Moralität entwickeln kann. Während die Frage nach der Moralität eher dem Begriff der Bildung zugeordnet werden kann, ist im Begriff der Bildsamkeit das Verständnis der Lernenden enthalten. Ausgangspunkt für Herbert ist der Umstand, dass Menschen bildsam sind. Herbert eröffnet die zweite, überarbeitete Fassung seiner allgemeinen Pädagogik, die 1842 unter dem Titel »Umriss pädagogischer Vorlesungen« erschienen ist, mit der Bemerkung: »Der Grundbegriff der Pädagogik ist die Bildsamkeit des Zöglings.« Die hervorgehobene Positionierung und die Klarheit der Formulierung lassen wenig Zweifel daran, dass Herbert dem Begriff der Bildsamkeit einen sehr zentralen Stellenwert in seiner systematischen Pädagogik gibt. Seine weiteren Begriffe bezieht Herbert direkt oder indirekt auf den Begriff der Bildsamkeit. Insofern wird der Begriff der Bildsamkeit von Herbert durch die Relationalisierung dieses Begriffs zu weiteren Begriffen seiner pädagogischen Theorie bestimmt. Eine erste Bestimmung nimmt er aber in dem kurzen Absatz vor, der dem Einleitungssatz folgt. Dabei verwendet er eine Stufenfolge, die mit einem überraschenden Argument beginnt. Herbert schreibt, dass auch die Elemente der Materie bildsam sind. Das ist die erste Stufe, die Herbert nennt. Bildsamkeit ist also schon eine Eigenschaft der Materie und zeichnet in dieser Hinsicht den Menschen nicht als besonders aus. Dieses Argument steht in engem Zusammenhang mit Herberts philosophischem Ansatz. Herberts Ansatz wird zum kritischen Rationalismus zugeordnet. Kennzeichen dieser Position ist, dass die reale Welt der sinnlichen Wahrnehmung entspricht, und zwar nicht unmittelbar, aber doch zu einem gewissen Grad erkennbar ist. Vor diesem Hintergrund hat Herbert eine Urteilslehre und Logik entwickelt, die auf eine reine Erkenntnistheorie, wie sie etwa Kant vertritt, verzichtet. Wenn sich also Bildsamkeit in der Realität zeigt, dann hat die Realität auch diese Eigenschaft. Herbert erläutert in seiner allgemeinen Pädagogik nicht, wie er sich die Bildsamkeit der Materie vorstellt. Aber dass chemische Substanzen sich gegenseitig bilden oder auch vom Menschen gebildet werden können, ist zunächst einmal im Sprachgebrauch offensichtlich. Es ist auch logisch möglich, den Begriff der Bildsamkeit so zu bestimmen, dass die Möglichkeit der Bildsamkeit schon in der Wirklichkeit, in der Materie, aus der auch Menschen bestehen, gedacht wird und also kein Bruch zwischen Materie und Geist postuliert wird, sondern beides in einem dialektischen Verhältnis gedacht wird, das im Zuge einer Entwicklung durchschritten werden kann. Die zweite Stufe, die Herbert nennt, sind die Seelen der edleren Tiere. Hier zeigt sich nach Herbert schon eine Bildsamkeit des Willens. Dass Tiere durchaus Merkmale aufweisen, die wir als Willen anerkennen können, ist durchaus offensichtlich. Dass dieser Wille auch schon formbar ist, zeigt schon die Möglichkeit der Zähmung und der Dressur. Als dritte Stufe nennt Herbert die Bildsamkeit des Willens zur Sittlichkeit. Und diese findet sich nur beim Menschen. Der Lernende ist also bildsam, insofern er erstens aus Materie besteht, der Mensch zweitens als edleres Tier verstanden werden kann und insofern einen Willen hat und drittens das Merkmal der Bildsamkeit des Willens zur Sittlichkeit aufweist. Die entscheidende Besonderheit ist also die Sittlichkeit. Damit rückt mit der Bildsamkeit als wesentliche Eigenschaft des Lernenden seine Sittlichkeit in den Mittelpunkt. Herbert bestimmt Sittlichkeit dann genauer als Charakterstärke der Sittlichkeit. Das ist zunächst etwas, was nicht immer schon vorhanden ist, aber gebildet werden kann. Der Lernende ist also ein Mensch, der die Charakterstärke der Sittlichkeit erwerben kann. Die Entwicklung der Charakterstärke der Sittlichkeit ist auf der einen Seite das Ziel der Erziehung. Dieses Ziel kann aber keinesfalls durch ein mechanisches Vorgehen erreicht werden. Das ist schon deswegen der Fall, weil der Lernende, der über eine Charakterstärke der Sittlichkeit verfügt, sein eigenes Wollen beurteilen können muss. Diese ästhetischen Urteile können einen Akt der Selbstnötigung erforderlich machen.
Ein solches zur Selbstnötigung führendes Urteil über das eigene Wollen kann aber nicht erzwungen werden, sondern erfordert die Zustimmung der Lernenden und ist insofern auf die Freiheit der Lernenden bezogen. Insofern ist es Aufgabe der Lernenden, ihre Charakterstärke der Sittlichkeit zu entwickeln. Dass diese Charakterstärke überhaupt als etwas sich Entwickelndes gedacht wird, unterscheidet Herbart wesentlich von Kant. Menschen werden nicht mit Charakterstärke geboren, sondern können diese erst entwickeln. Dafür gibt Herbart eine Abfolge von 4 Stufen an. Diese Stufen sind die sittliche Beurteilung, die Wärme, die Entschließung und die Selbstnötigung. Diese Stufenfolge kann, wie Benner schreibt, als, ich zitiere, Transformation des intelligiblen Charakters Kants in einen sich in der Zeit entwickelnden Charakter, Zitat Ende, verstanden werden. Es geht also um die Entwicklung von Moralität. Herbart interessiert sich in diesem Zusammenhang nicht nur für die Frage, wie Moralität gedacht werden kann. Die Frage, wie Moralität gedacht werden kann, ist bei Herbart unmittelbar mit der Frage verknüpft, wie Moralität als Charakterstärke der Sittlichkeit entwickelt werden kann und auf den Begriff der Bildsamkeit bezogen. Herbart bestimmt den Lernenden als bildsamen Menschen, als einen Menschen, der sich von Materie und Tieren durch die Möglichkeit der Sittlichkeit unterscheidet. Die Charakterstärke der Sittlichkeit meint dabei vor allem eine Selbstbeurteilung. Diese Fähigkeit wird in den 4 Stufen der sittlichen Beurteilung, der Wärme, der Entschließung und der Selbstnötigung entwickelt. Herberts Begriff der Bildsamkeit, mit der er die Lernenden charakterisiert, war klar auf die gesellschaftlichen Umstände seiner Zeit bezogen. Es ging um die Auflösung ständischer Strukturen, in denen durch Geburt die Aufgabe und der Lebensweg schon festgelegt sind und daher in der Familie alles gelernt werden kann, was für das Leben benötigt wird. In einer bürgerlich-liberalen Gesellschaft ist das, zumindest dem Anspruch nach, anders. Insofern aber auch heute noch die Möglichkeiten von Kindern in hohem Maße von der Herkunftsfamilie abhängen, ist die Gesellschaftskritik von Herbart nach wie vor relevant. Dabei macht Herbart sehr klar, dass die Aufgaben der Pädagogik jedenfalls nicht aus den Anforderungen des Staates oder der Wirtschaft bestimmt werden können. Daher ist ein anderer Ausgangspunkt nötig und den findet Herbart in der Bildsamkeit des Menschen. Dass diese Bildsamkeit jeden Menschen gleichermaßen auszeichnet, ist selbstverständlich. Herbart rückt allerdings die individuelle Selbstbestimmung in den Mittelpunkt. Daher kommt er auch nicht zu einem gleichen Unterricht für alle, denn der Unterricht, der sich an Lernende als Individuen wendet, muss eben auch Lernende als Individuen berücksichtigen. Ein Gedanke, der sich etwa bei Comenius so nicht findet. Herbart kritisiert dementsprechend vor allem die an den Interessen des Staates orientierte Schule. Benner schreibt dazu, dass Herbart keineswegs eine, ich zitiere, prästabilisierte Harmonie zwischen natürlichen Begabungen und gesellschaftlichen Anforderungen, Zitat Ende, annimmt. Er kritisiert die Staatsschule auch als eine Institution, in der es nicht zu einer Solidarität der Lernenden und Lehrenden kommen kann. Ein Königsweg aus der Antinomie von Staat und Individuen serviert Herbart nicht. Stattdessen schlägt er den Bezug auf die pädagogische Gerechtigkeit vor, und die kann nur von den Erzogenen selbst nachträglich als vorhanden oder nicht vorhanden bestimmt werden. Benner bezieht die damit inkludierte Dialektik von Individuum und Gesellschaft im Anschluss an Herbart auf den Begriff der Öffentlichkeit. Pädagogische Fragen und Probleme können, so Benner, eben nicht nur in der Pädagogik entschieden werden, sondern müssen, so Benner wörtlich, ich zitiere, im Horizont einer generationenübergreifenden Öffentlichkeit, Zitat Ende, diskutiert werden. Die Dialektik der individuellen Beurteilung und der Teilhabe an der Gemeinschaft wird damit im Begriff der Öffentlichkeit aufgehoben. Das könnte man auch als Demokratie der Pädagogik bezeichnen, an der die Lernenden dann wieder teilnehmen und sich so auch selbst bestimmen können.